In diesem Video gibt es ein neues Weihnachts-DIY für euch. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren DIY hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, es ist ein bisschen länger her, dass ich wieder was gebastelt habe. Aber zur Weihnachtszeit habe ich jetzt wieder ein neues DIY für euch. Eigentlich mache ich jedes Jahr ein neues Weihnachts-DIY. Und ich muss sagen, ich bin schon sehr stolz drauf. Ich zeige es euch jetzt gleich, was ich gebastelt habe. Und es war sehr, sehr viel Arbeit. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Arbeit ist. Aber ich muss sagen, es sieht auch besser aus als in meiner Vorstellung. Und ja, ihr habt es vielleicht schon im Thumbnail gesehen. Ein Christbaumkugel-Mickey-Türkranz mit Beleuchtung. So sieht der Ganze aus. Und ja, in diesem Video zeige ich euch, wie ich den gebastelt habe, was ich also dafür gebraucht habe. Nicht wundern, es wird gleich einen Location-Wechsel geben, denn aktuell bin ich ja, also ich bin jetzt in der Schweiz. Das Video habe ich aber in Deutschland gestartet, mit dem, ne, wie ich es angefangen habe zu basteln und was man alles dafür braucht. Also gleich seht ihr dann meine Wohnung in Deutschland. Ein kleiner Zeitsprung. Und dann sehen wir uns am Ende des Videos nochmal hier. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt, was ich dafür gebraucht habe, was ich bezahlt habe und ja, würde sagen, es geht los. Im ersten Schritt zeige ich euch, was man alles für dieses DIY braucht. Natürlich, wie immer, eine Heißklebepistole. Dann braucht man den Body, den Korpus, die Form, wie man es auch wieder nennen möchte. Dazu habe ich dieses Set bestellt, gab es bei Amazon. Kostete 15 Euro. Ich packe euch natürlich alle Links in die Infobox. Wie gesagt, da gab es jetzt zwei davon. Davon brauchen wir nur einen, aber zwei kleinere. Und das sind dann natürlich die Ohren. Und in dem Set war auch noch Draht dabei. So Pflanzendraht oder so. Damit befestigen wir dann auch gleich die Ohren an dem Korpus. Und man braucht ganz viele Weihnachtskugeln. Ich war jetzt bei Kick, denn die gab es im Angebot die Woche und habe alles Mögliche gekauft. Ich werde im Farbschema Rosa, Silber, Gold bleiben. Ihr könnt euch natürlich, ne, in den Farben, könnt welche Farben machen, wie ihr wollt, bunt, pastell, einfarbig, mehrere Farben. Da könnt ihr natürlich eure Fantasie freien Lauf lassen. Und worüber ich mich natürlich auch schon mal freuen würde, ist, was ihr ganz fleißig bei dem Schneemann schon macht, ist, wenn ihr das nachbastelt und mich auf Instagram verlinkt, in der Story, dann reposte ich es auch und dann sehe ich, was ihr alles so Tolles gebastelt habt und auf welche kreativen Ideen ihr kommt. Also beim Schneemann macht ihr das ganz oft. Wenn ihr die anderen DIYs auch noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch die Playlist gerne bei dem i. Da sind auch schon andere Weihnachts-DIYs für euch. Ja, also wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, wie viel ich davon brauchen werde. Ich habe gekauft dreimal das hier. Wie viel, ich weiß nicht, wie viele da drin sind, aber auf jeden Fall Silber, Gold und Rosé. Das wird so mein Farbton sein, also drei von denen. Dann habe ich einmal so eine größere Box gekauft von Rosé. Da sind aber auch kleinere Kügelchen dabei. Das sieht immer schöner aus, wenn man verschiedene Größen hat. Dann habe ich noch das hier gekauft, die silbernen ein bisschen größer, nochmal Silber ein bisschen kleiner und noch eine Packung Gold, die auch ein bisschen kleiner sind. Und ich habe noch meine Weihnachtskisten durchforstet, habe das noch gefunden in meinen Weihnachtskisten und noch hier so andere Weihnachtskugeln und hier noch so weiße Schneekugelchen aus Styropor. Genau, also vielleicht habt ihr auch alles schon zu Hause oder ihr wollt halt eure, es gibt ja, ne, so Restekugeln. Kann man das so sagen? Ja, es gibt bestimmt Restekugeln, wenn irgendwelche Packungen kaputt gehen oder man wechselt die Farbe und hat dann nur noch, ja, möchte von der anderen Farbe weitermachen und dann weiß man nicht, was man mit den anderen Kugeln machen soll. Deswegen, ja, ist auch ein schönes Geschenk für Weihnachten auf jeden Fall. Macht ihr bestimmt jemandem eine Freude. Und das ist jetzt obligatorisch, also das ist jetzt freiwillig. Ich mache am Ende noch eine Lichterkette drum, damit es schön bling-bling macht, aber das müsst ihr natürlich nicht. Und man braucht natürlich ein Band zum Aufhängen. Das habe ich auch noch bei mir in der Kiste gefunden. Das ist einfach so rosa Dekoband. Genau, ja, das war's. Ich habe jetzt noch eine Schere hier liegen. Mache den Heißkleber jetzt dran. Und als erstes starten wir mit dem Zusammenbinden, Zusammendrähten des Bodies.
Und ich wechsle jetzt die Kameraperspektive. Wie gesagt, fangen wir mit dem mit der Form an. Ihr bringt im Prinzip, also ich mache es jetzt mal spiegelverkehrt für euch, werde es aber gleich wieder umdrehen. Ja, ihr setzt euch das, damit es eine Mickey aussieht, und dann verbindet ihr halt die Stellen hier mit dem beigelegten Draht. Das machen wir jetzt im Schnelldurchlauf. So, das eine Ohr habe ich jetzt dran. Ihr seht, das hängt noch so ein bisschen runter. Das könnt ihr später mit den Kugeln, wenn ihr die Kugeln klebt, dann könnt ihr das sozusagen zusammenkleben und dann hält das auch, dann kippt das nicht immer nach unten. Und was ich gemacht habe, ich habe das an so zwei, wie heißt das denn? Also zwei Querdrähten zusammen gemacht, dann rutscht das auch nicht. Weil am Anfang, als ich die durchgezogen habe, hat es so hin und her gerutscht. Und wenn man das hier mit so einem X verbindet miteinander, dann rutscht das auch nicht und bleibt an derselben Stelle. Ja, das ist das erste Ohr. Und dann machen wir das zweite. Das zeige ich euch nicht im Schnelldurchlauf. Das ist im Prinzip dasselbe Prinzip. Einmal hier dran mit den wieder die zwei übereinander. Draht, 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 und dann machen wir weiter mit den Kugeln. So, beide Ohren sind jetzt dran und ihr seht schon, ich habe mir die Kugeln so ein bisschen verteilt, nach Farbe sortiert. Und fange ich jetzt an. Die lege ich mir erstmal hier so hin. Jeweils erstmal zwei Kreise, also hier einmal und hier. Und die werden dann beklebt und dann arbeite ich mich so voran. Also ich mache das eher spontan. Und schau, wie es dann aussieht. Aber das seht ihr dann im Schnelldurchlauf. Außer ich habe was zwischendurch zu sagen. Thank you.
So, das Grundgerüst steht, ihr seht's, und jetzt halten auch die Ohren, also die kippen jetzt nicht mehr runter, werden natürlich noch mehr beklebt, finde ich schon wirklich super schön. Was ich so easy daran finde, durch das Gitter kann man einfach das Ende von dieser Kugel einfach reinstecken. Ich habe dann immer hier einmal Kleber rumgemacht und so ein bisschen an die Seite, dass die so auch ein bisschen aneinander kleben auf einer Seite, und stecke das dann immer dann ins Gitter rein. Und da der Heißkleber noch flüssig ist, läuft es automatisch auf das Gitter und ja, kann natürlich auf den Tisch tropfen, aber ein Tisch kann das abhaben, also darauf schon achten. Und ja, und so kleben sie wirklich super. Ja, jetzt werde ich natürlich den Rand noch weiter bearbeiten. Hier so an den Rand. Wie gesagt, ich mache das alles spontan und gucke, wie es gut aussieht. Und oben halt auch noch ein bisschen von den kleineren Kugeln. Aber erstmal wird der Rand gemacht. Ja, die Location hat sich jetzt ein bisschen geändert, wie ihr sehen könnt am Tisch. Denn ja, ich muss das Projekt bei meinem Freund weiter basteln, denn ich habe es zu Hause einfach nicht geschafft. Ja, habe ich jetzt alles mitgenommen. Auf dem Weg haben sich auch ein paar Kugeln gelöst, aber die habe ich soweit es geht wieder dran gemacht. Ja, jetzt habe ich die großen Kugeln verteilt. Und bevor ich gefahren bin, war ich schon bei Kick und habe nochmal kleine Kugeln gekauft. Seht ihr hier? Um die jetzt halt die Lücken zu füllen, damit man nicht mehr durchgucken kann. Das mache ich jetzt hier mit den ganz kleinen Kugeln. Davon habe ich einige gekauft. Die haben jetzt, glaube ich, 1 Euro pro Packung gekostet. Genau. Und ja, das ist der Plan. Jetzt nehme ich die kleinen Kugeln, klebe sie in die Lücken und dann schaue ich mal. Das mache ich jetzt wieder im Zeitraffer. Dann kommen noch die Lämpchen dran und das Schleifchen und dann ist es auch schon fertig. Also ist schon ein bisschen viel Arbeit. Das dauert schon ein bisschen. Ja, aber das ist jetzt mal der Plan, deswegen packe ich jetzt mal die kleinen Kugeln aus und dann geht's weiter. Tatsächlich
mehr Kugeln, als ich gedacht habe. Ich habe die kleinen jetzt auch noch hier im Rand so, dass man den Rand gar nicht sieht, angebracht und auch hier in den Lücken und so. Also ich muss sagen, ich hebe mal ein bisschen hoch. Also sieht schon, muss ich sagen, jetzt schon richtig gut aus. Gefällt mir echt gut. Aber das ist ja noch nicht alles. Wir machen jetzt da noch eine Lichterkette dran. Ich habe jetzt einfach hier eine mit Timer. Die hat sogar verschiedene Leuchtfunktionen. Die habe ich in der Weihnachtsbox gefunden. Die mache ich da jetzt drum. Es hat leider nicht die kleinste Box. Kann natürlich auch kleinere nehmen, aber wie gesagt, die hatte ich noch zu Hause. Wollte jetzt nicht eine extra eine neue kaufen. Ja, die mache ich jetzt da drum. Und versuche die Box irgendwie hinten noch zu verstecken in dem Gestell. Und mache jetzt noch das Band hier drum, damit man es auch an die Tür hängen kann. Ja, und dann ist es auch schon fertig. Also schon. Es hat tatsächlich schon ein bisschen länger gedauert. Und ich habe mir eben, ich dachte, ach, ich verbrenne mir diesmal nicht den Finger, aber ich habe mir tatsächlich den Finger verbrannt. Also schön vorsichtig mit der Heißklebepistole. So, jetzt geht's weiter mit der Lichterkette. Ja, und das war mein DIY, Mickey Mouse Weihnachtskugel Türkranz DIY. Ich zeige euch jetzt auch noch, ich habe ja Lichter angebracht, wie die Lichter im Dunkeln aussehen. Ich habe jetzt leider bunte Lichter genommen. Ich hätte jetzt auch eigentlich Warmweißlichter präferiert, aber die hatte ich halt von zu Hause mitgenommen. Die habe ich ja im Karton gefunden und vorher nicht getestet, was das für eine Farbe ist. Ich weiß nicht, vielleicht tausche ich es für nächstes Jahr dann nochmal aus, die Lichter, weil die sind jetzt nicht festgeklebt, die sind jetzt einfach nur so dran. Mal gucken. Aber im Dunkeln sieht man dann eh die Kugeln nicht, sondern halt eher die Beleuchtung und den Rahmen. Und wenn es hell ist, sieht man halt die schönen Kugeln. Ich zeige ihn euch auch nochmal. Also ich bin sehr, sehr stolz drauf. Ich finde ihn wunderschön. Die Kugeln habe ich die meisten halt von Kik gekauft. Mit dem Kleber, wenn man mal näher ranguckt, sieht man manchmal ein bisschen Kleber, vor allem von hinten, aber er hängt ja eher an der Tür. Und man muss schon ein bisschen vorsichtig mit ihm sein. Die Kugeln könnten relativ schnell abfallen, wenn man jetzt irgendwie ihn im Karton lagert oder so. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn lager für Weihnachten bis nächstes Jahr, aber ich bin schon sehr happy. Und ja, wenn ihr ihn nachbastelt, wie immer, verlinkt mich gerne auf Instagram und ich reposte eure Stories. Ich finde das immer toll. Ihr habt dieses Jahr auch die Weihnachtsmänner nachgebastelt und auch den Türkranz, den anderen, diesen Weihnachtstürkranz mit der Tanne habt ihr auch nachgebastelt. Und ja, ich freue mich, wenn nicht mehr dieses Jahr, dann nächstes Jahr, wenn ihr diesen Türkranz auch nachbastelt. Also ich finde ihn wirklich toll, wirklich super schön.
Habe jetzt nur halt hier oben noch eine Schnur dran gemacht. Das habe ich, glaube ich, nicht gezeigt, aber habe die einfach jetzt hier dran gemacht. Aber jetzt könnte man ihn an die Tür hängen, an die Balkontür, an die Haustür. Und ja, bin mega happy. Was er am Ende gekostet hat, also ich weiß es gar nicht, aber von den großen Kugeln habe ich noch ein paar übrig. Von den kleinen tatsächlich gar nichts mehr. Also die habe ich alle verteilt. Und auch ein paar Hidden Mickeys eingearbeitet. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? So ein paar Hidden Mickeys? Ich muss ja mal selbst gucken, wo die sind. Da ist ein Hidden Mickey. Ich glaube, hier ist, da ist auch ein Hidden Mickey. Ja, also kann man mit so kleinen, das sind so nicht Weihnachtskugeln, sondern so glitzernde Styroporkugeln. Die kriegt man auch im Dekoladen. Und damit, die habe ich dann auch überall so eingearbeitet, wo man halt noch eine freie Fläche hatte oder wo man Kleber zum Beispiel gesehen hat, habe ich die auch noch irgendwo hier immer eingearbeitet. Ja, es ist ein bisschen Sauerei mit den Glitzerkugeln. Es glitzert alles. Meine Klamotten, meine Hände, der ganze Tisch, die ganze Wohnung glitzert eigentlich. Aber das kann man ja alles wegputzen. Ja, also ich hoffe, ich habe euch wieder inspiriert dieses Jahr für ein neues Weihnachts-DIY. Nächstes Jahr muss ich mal gucken. Es wird auch während des Jahres mal zwischendurch jetzt mal ein DIY geben. Ich habe noch die ein oder andere Idee. Aber aktuell fehlte mir die Zeit, das umzusetzen. Das Projekt war jetzt auch ein bisschen länger gedauert, weil ich halt einfach nicht die Zeit dazu hatte. Aber jetzt hier werde ich schon die Zeit finden am Wochenende. Und ja, ich freue mich, wenn ihr es nachbastelt und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, dann sehen wir uns ganz bald wieder.